46. Sie haben noch eins, Meister. Wenn ich das angeht. Mann, pass doch auf! Alles versaut! Ist der Taubmann! Entschuldigung. Bringst du nur zwei Bier? Und hier noch einmal. 3, 6, 10, 21, 37, 46 und die Zusatzzahl 39. Ja, bitte. Danke. Sie sind also der Herr Berngieser, Reichert. Es freut mich, dass wir endlich wieder einen Hauptgewinner aus Frankfurt haben. Ich gratuliere Ihnen, nehmen Sie Platz. Danke. Tja, die Quote hätte natürlich besser sein können, aber wir hatten diesmal 5 Gewinner im ersten Rang. Aber ich denke, 1,2 Millionen sind besser als 9,80 Mark für 3 Richtige, nicht wahr? Auf alle. Ja. Gut, kommen wir zu Ihrem Problem, deshalb sind Sie schließlich da. Also, was stimmt Ihrer Meinung nach nicht mit der Gewinnbenachrichtigung? Es ist nur eine Kleinigkeit. Sie schreiben da, dass der Name auf dem Konto identisch sein muss mit dem Namen auf dem Tippschein. Und jetzt, ich heiße nicht Maria, sondern Mario. Der Tippschein lautet aber doch auf Maria Berngieser, Hindemithstraße 150. Ja, da wohne ich, aber heißen durch Mario Berngieser. Wahrscheinlich habe ich meinen Vornamen undeutlich geschrieben und jetzt wollte ich Sie bitten, dass Sie das vielleicht ändern, damit das übereinstimmt, dass die ganze Geschichte in Gang kommt. Dürfte ich denn vielleicht mal Ihren Quittungsabschnitt sehen? Quittung? Ja, den Durchschlag von Ihrem Tippschein. Ach so, den. Moment. Das ist der. So, danke. Ja. Das geht klar, Herr Berngieser. Den nehmen Sie wieder mit und wenn der Revers schon ausgefüllt ist, dann lassen Sie ihn am besten gleich hier. Das wäre der. Ja, Kontonummer, Unterschrift. Damit wäre dann alles geregelt. Und wann kommt das Geld? Ja, ein paar Tage wird er schon dauern. Am nächsten Dienstag weisen wir die Gewinne an, das heißt, in gut einer Woche müsste dann das Geld auf Ihrem Konto sein. Theoretisch natürlich. Theoretisch? Was heißt da theoretisch? Die Banker haben es manchmal mit Überweisungen nicht so eilig. Ach so. Also dann, Dankeschön. Aber keine Ursache, für unsere Gewinner sind wir da. Legen Sie das Geld gut an. Wir haben jetzt eine gute Stunde. Der Anwalt Ihres Mannes hat mich um eine Unterredung gebeten. Ich glaube, der Augenblick ist günstig für einen Vergleich. Ihr Mann hat sicher wenig Lust, sich über seine Beteiligung in Kanada ausfragen zu lassen. Gut, dann verhandeln Sie, Herr Dr. Renz. Verzeihen Sie, Herr Dr. Renz, ich will nichts stören. Sie werden mich nicht mehr kennen. Hildegard Kraft, ich war heute Morgen bei Ihnen. So, waren Sie das? Einen Augenblick.
Ich habe jetzt keine Zeit. Ich war nur ein bisschen zu spät. Das kam nur, weil ich vorher in der Hedwigstraße war, wo Sie früher Ihr Büro hatten. Sie haben mir nicht gesagt, dass Sie inzwischen umgezogen sind. Mein Gott, das sind 4 Jahre. Frau Kraft, ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Kommen Sie heute Abend zu mir nach Hause, wenn es unbedingt sein muss. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich habe mir ja selber die ganze Zeit gesagt, schlag dir das aus dem Kopf, sowas gibt's doch gar nicht. Deswegen bin ich ja jetzt erst gekommen. Und Sie glauben, er spielt noch die gleichen Zahlen wie früher? Ganz bestimmt. Er hat immer die gleichen Zahlen getippt. Seit unserer Verlobung. 10, 6, 37, das ist sein Geburtstag. Und 21, 3, 46, das ist meiner. Und wann haben Sie ihn zum ersten Mal darauf angesprochen? Das war gleich am Sonntag früh. Nach der Ziehung. Also gestern? Nein, nein, vor einer Woche. Und da hat er bestritten? Da hat er gesagt, dass er schon lange nicht mehr tippt. Er hätte gar nicht das Geld dafür. Aha. Als was arbeitet Ihr Mann jetzt eigentlich? Ist da überhaupt noch Ihr Mann? Soweit ich mich entsinne, wollten Sie sich doch von ihm scheiden lassen damals. Ach, Sie wissen ja, wie das ist. Die Kostenfrage. Und nachdem nun keiner von uns vorläufig was Besseres in Aussicht hatte, haben wir uns nur so getrennt. Die Ehe besteht also noch? Ja, ja. Auf dem Papier. Sie wohnen jetzt wieder in Gifhorn. Und er? Immer noch hier in Frankfurt. Martin arbeitet jetzt als Fahrer bei der Spedition Dütran. 2 oder 3 Mal im Jahr kommt er mich und die Kinder besuchen. Seinen finanziellen Verpflichtungen Ihnen gegenüber kommt er doch hoffentlich nach. Ja, ja. Er zahlt pünktlich, mit Dauerauftrag. Guten Appetit. Dann bleibt ihm ja wirklich nicht viel zum Leben. Zumal, glaube ich, auch noch Schulden da waren. Und wie? Die fänden ihm immer noch was vom Lohn. Mhm. Jeden Monat. Deswegen habe ich zuerst ja auch geglaubt, dass er nicht mehr tippt. Und dann haben Sie wieder Zweifel bekommen und sich entschlossen, ihn persönlich zur Rede zu stellen. Das war gestern Abend. Ich wollte schon Freitagabend zu ihm, aber da war er nicht zu Hause. Der ist erst gestern zurückgekommen. Wo der das ganze Wochenende war, das möchte ich mal wissen. Was hat er denn gesagt zu der Lotto-Geschichte? Wieder abgestritten. Aber diesmal habe ich gespürt, dass er lügt. Mir ins Gesicht lügen, das konnte der noch nie. Sie verstehen doch, dass ich das unbedingt rauskriegen muss. Nicht? Bei der Lotto-Gesellschaft habe ich schon 2 Mal angerufen, aber die wollten keine Auskunft geben. Durften nicht. Hä? Das dürfen die gar nicht. Lotteriegeheimnis. Aber Sie als Anwalt, Sie werden doch irgendwas machen können. Da gibt's eine Möglichkeit. Die ist allerdings etwas umständlich. Wie ist die Telefonnummer Ihres Mannes? Na, kommen Sie. Herr Kraft, hier Renz, Rechtsanwalt Renz. Bitte entschuldigen Sie die späte Störung. Ihre Frau ist bei mir. Sie wissen warum. Ja, genau das brauchen wir aber von der Lotterieverwaltung schwarz auf weiß. Eine Bescheinigung, dass Sie nicht unter den Gewinnern der 47. Ausspielung sind. Eine sogenannte Negativauskunft. Bitte besorgen Sie die gleich morgen. Ich brauche die Bescheinigung bis spätestens Mittwoch früh. Andernfalls müsste ich ein Gericht einschalten. Lassen Sie mich mal bitte, ja? Martin, ich bin's. Ich hol die Bescheinigung dann bei dir ab. Morgen Abend, ja? Ja. Tschüss. Was ist, wenn der die Bescheinigung wirklich vorlegt? Herr Dr. Renz? Moin, Helga. Guten Morgen. Gut, dass Sie kommen. Stellen Sie sich vor, der war nicht da. Bis um 1:30 Uhr nachts habe ich vor seiner Wohnung gewartet. Nichts. In der Firma habe ich auch schon angerufen. Ja und? Haben Sie ihn erreicht? Na, da war nur der Anrufbeantworter. Aber vielleicht meldet er sich. Ich habe da nämlich Ihre Nummer hinterlassen und dass er hier gleich anrufen soll, wenn er kommt. Na,
Dann nehmen Sie doch erstmal Platz und versuchen, sich zu beruhigen. Helga, würden Sie uns bitte einen Kaffee machen? Ja, hier, das lag im Briefkasten, unfrankiert. Mhm. Schicken wir hin, dass Herr Martin Kraft wohnhaft in Frankenhinde mit Straße 21. Keinen Gewinn in Klasse 1, 2 oder 3 erzielt hat. Tja, damit ist die Sache praktisch geklärt. Ich verstehe das nicht. Warum hat er mir die Bescheinigung nicht gestern Abend gegeben? War doch ausgemacht, dass ich sie bei ihm abhole. Irgendwas ist da doch faul. Ganze Nacht nicht zu Hause. Und auch das Wochenende nicht. Frau Kraft, Ihr Mann ist doch kein Kind mehr. Alleinstehend. Wenn er mal eine Nacht nicht zu Hause verbringt. Wollen Sie damit sagen, dass er eine Geliebte hat? Ich will damit nur sagen, man sollte nicht nach einer mysteriösen Erklärung suchen, wenn es auch eine harmlose gibt. Harmlos nennen Sie das? Kanzlei Dr. Renz? Ja, Frau Kraft ist hier. Augenblick bitte. Spedition Dütran für Frau Kraft. Martin? Entschuldigung. Na, das weiß ich eben nicht, deswegen habe ich doch bei Ihnen angerufen. Ich muss Ihnen dringend sprechen. Was? Martin ist heute nicht zur Arbeit gekommen. Hallo, hier Renz. Ich bin der Anwalt von Frau Kraft. Wie ich höre, wird Herr Kraft auch bei Ihnen vermisst. Nach unserem Terminplan sollte er heute früh um 4 Uhr hier sein. Ist er denn schon öfter weggeblieben? Nein, noch nie. Das ist es ja. Wissen Sie, gerade diese Tour hat er ja freiwillig übernommen. Wohin sollte die Reise denn gehen, wenn ich fragen darf? Nach Mailand. Er hat sogar extra mit einem Kollegen getauscht, um diese Fahrt zu bekommen. Wir machen uns tatsächlich Sorgen um ihn. Wir auch. Aber er wird schon wieder auftauchen. Vielen Dank für Ihre Auskunft. Wiederhören. Habe ich es nicht gesagt. Ich hatte schon gestern so ein komisches Gefühl. Ob er nicht vielleicht tot in seiner Wohnung liegt oder so. Das halte ich für ausgeschlossen. Ein Toter wirft mir keinen Brief in den Kasten. Na, das kann er doch schon gestern gemacht haben. Möglich. Aber wenn er es gestern gemacht hat, dann doch wohl nur deshalb, weil er die Verabredung mit Ihnen aus irgendeinem Grund nicht einhalten wollte oder konnte. Und ganz bestimmt nicht deshalb, weil er vorhatte, sich anschließend tot in die Wohnung zu legen. Aber wo ist er dann? Irgendwas stimmt da doch nicht, das glauben Sie doch auch. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Das Problem ist, dass da juristisch im Moment gar nichts zu machen ist. Und anders. Unjuristisch. Naja, man müsste zunächst einmal versuchen herauszufinden, was hinter dem Verschwinden, ich nenn's mal so, vielleicht taucht er ja plötzlich wieder auf. Also was dahinter steckt. Aber das ist kein Job für mich, sondern eher für einen Privatdetektiv. Wenn Sie eine solche Investition riskieren wollen, also, wo finde ich so ein Detektiv? Machen Sie schon auf, Sie sehen doch, es ist niemand da. Immer mit der Ruhe. Sind Sie auch sicher, dass Sie hier polizeilich gemeldet sind? Ich möchte nämlich nicht als Einbrecher verhaftet werden. Natürlich bin ich sicher. Oh, so schnell geht das? Sie sind ja perfekt. Nur weil ich abgeschlossen war. Ich würde uns ja gern einen Kaffee kochen. Aber so viel ich sehe, ist keiner da. Lassen Sie den Kaffee, finden Sie im Kleiderschrank. Also, der graue Anzug fehlt und ein paar schwarze Schuhe. Wie lange leben Sie schon von Ihrem Mann getrennt? 4 Jahre. Warum? Könnte es nicht sein, dass er sich in der Zwischenzeit was Neues angeschafft hat? Ich meine, zum Anziehen. Haha. Mal im Ernst. Er könnte doch gemerkt haben, dass Sie von seinem Haupttreffer Wind bekommen haben. Und ist mit dem Geld kurzerhand verduftet. Nein. Er würde niemals verduften, wie Sie das nennen, und das hier zurücklassen. Die Bilder von mir und den Kindern. Also Sie sind gut. Sie trauen Ihrem Mann zu, dass er von seinem Millionengewinn Ihnen und Ihren Kindern nichts abgeben will. Aber die Bilder, die wird er auf keinen Fall hier lassen. Finden Sie das nicht selber absurd? Das verstehen Sie nicht. Hey, was machen Sie denn jetzt?
Ich brauche ein Foto von Ihrem Mann, um vielleicht die Lottobude zu finden, wo er den Tippschein abgegeben hat. Warten Sie, ich hole Ihnen ein anderes. Schön. Was ist denn das für ein Alukoffer? Was? Hier. Ach, das ist nur sein Schlachtbesteck. Arbeitet er denn noch als Metzger? Früher, da hat er oft im Akkord gearbeitet. Manchmal das ganze Wochenende durch. 50 Mark pro Schwein. Mit zerlegen und Wurst machen. Hat er schnell einen Tausender auf die Hand verdient. Es könnte doch sein, dass er damit wieder angefangen hat. Möglich. Aber der hat ja kein Auto mehr. So ein Wochenendjob, der konnte mal im Schwarzwald, mal in Schleswig-Holstein sein. Oder wenn es Prämienschlachtung gab. Wie früher bei uns auf dem Hof. Dabei haben Martin und ich uns ja kennengelernt. Wie romantisch. War's auch. Damals ist er mit seinem Motorrad durch ganz Deutschland gefahren. Ein paar Mal hat er mich auch mitgenommen. Hinten drauf? Natürlich hinten drauf, wo denn sonst? Da sind wir oft nass geworden, bis auf die Haut. Inzwischen scheint er seine Schäfchen ins Trockene gebracht zu haben. In einem BMW, wenn mich nicht alles täuscht. Das glaube ich nicht. Da sind noch zwei andere Schlüssel dran. Vielleicht passen die auf die Wohnungstür. Probieren Sie es mal. Die müssen jemand anderem gehören. Na bitte, ein BMW. 525. Zugelassen auf Maria Berngießer, Hinde mit Straße 150. Geboren am 13.09.1953. Also das ist die Höhe. Mir macht er vor, dass er mit 500 Mark monatlich auskommen muss. Und dabei hat er eine 15 Jahre jüngere Freundin mit BMW. Das ist doch gar nicht erwiesen, dass er seine Freundin ist. Na, was denn sonst? Das lässt sich ja ganz leicht feststellen. Hindemithstraße 150. Das ist nur ein paar hundert Meter weiter von hier. Fahren wir hin. Mein Gott, wie sehe ich wieder aus? Fertig? Können wir. Kein Zweck, niemand da. Glauben Sie mir jetzt endlich, dass ich von Anfang an recht hatte? Schon. Aber Dr. Renz braucht was Konkretes, um juristisch was machen zu können. Moment mal. Es könnte doch sein, dass er die Tippscheine auf den Namen von ihr abgegeben hat. Maria Berngießer. Ja, natürlich. Und jetzt ist diese saubere Tippgemeinschaft ausgeflogen. Wollen Sie hin? Kommen Sie.
sagen die Autonummer von dem BMW. Ich glaube, das hat so keinen Sinn. Wir müssen erstmal die Stellplatznummer rausfinden. Wie wollen Sie die denn rauskriegen? Dafür haben Sie mich doch engagiert, oder? Hallo? Ja, bitte, was ist denn? Firma Gummi Matula. Runderneuerung aller Art. Wir bringen die Winterreifen für Frau Berngießer. Die sollen in Ihre Garage. Welche Nummer hatten die? Wieso? Was sind die Winterreifen? Na, die Winterreifen für Ihren BMW. FBU 97. Ich hab den Zettel mit der Garagennummer vergessen. Ja, Moment mal. Hallo, hören Sie? Ja. Die Fahrer hat die Nummer 21. Sonst noch was? 21? Danke. Tja. Er ist mit dieser Frau weg, das ist ganz klar. Kommen Sie, wir gehen an die frische Luft. Sie sind hier ganz blass. Ich muss Dr. Renz sowieso anrufen. Vielleicht kann er mit dem Namen Maria Berngießer was anfangen. Bitte sehr. Danke. Es handelt sich um Herrn Martin Kraft, der sich gestern von Ihnen diese Bescheinigung... Ich weiß, Herr Dr. Schmitz hat mich orientiert. Er hat mir die Genehmigung erteilt, Ihnen die notwendigen Auskünfte zu geben. Aber bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Natürlich nur, soweit dies unter Wahrung des Lotteriegeheimnisses möglich ist. Natürlich. Vielen Dank, dass Sie sich gleich Zeit genommen haben. Keine Ursache, ich habe nur nicht allzu viel Zeit. Ich habe einen Arzttermin. Am besten, Sie stellen mir Ihre Fragen direkt. Die Unterlagen zur 47. Veranstaltung habe ich mir kommen lassen. Gut. Sie haben Herrn Kraft bescheinigt, dass er nicht unter den Gewinnern der 47. Ziehung ist. Wir glauben jedoch, das heißt meine Klientin Frau Kraft und ich, dass er möglicherweise doch gewonnen hat. Und zwar mit einem Schein, auf den er pro forma einen anderen Namen eingetragen hat. Sie meinen einen Fantasienamen? Nein, den Namen einer anderen Person. Vermutlich seiner Freundin. Tja, nun, Herr Dr. Renz, wir können uns begreiflicherweise nur an den Namen halten, der auf dem Spielschein steht. Ob sich dahinter eine Person verbirgt oder eine Tippgemeinschaft aus 2, 3 oder 10 Personen, das hat uns gar nicht zu interessieren. Und wenn es uns die Gewinner nicht von sich aus sagen, dann erfahren wir das noch nicht mal. Das ist mir klar. Ich möchte vorerst nur wissen, hat es bei der 47. Ausspielung einen Gewinn auf den Namen Maria Berngießer gegeben? Diese Frage müssten Sie in anderer Form stellen, damit ich Sie guten Gewissens beantworten kann. Sie wissen, es gibt gewisse Formalien, an die muss ich mich halten. Gut, dann lassen Sie mich so fragen. Könnten Sie mir eine Negativauskunft wie diese hier für Herrn Kraft auch für Fräulein Maria Berngießer ausstellen? Ich fürchte, nein. Dann hat sie also gewonnen. Das ist Ihre Schlussfolgerung. In diesem Fall muss ich Sie dringend ersuchen, mir mitzuteilen, auf welches Konto der Gewinn überwiesen wurde. Das ist ganz unmöglich, Herr Dr. Renz. Das müssten Sie eigentlich wissen. Dazu bedarf es einer richterlichen Anordnung. Natürlich. Das Geld wird derjenigen Person überwiesen, die sich uns gegenüber als berechtigter Gewinner ausweist. So war das auch in diesem Fall. Und mehr kann ich Ihnen beim besten Willen nicht sagen. Dann kann ich also davon ausgehen, dass das Geld auf das Konto von Fräulein Berngießer gegangen ist. Das ist Ihre Schlussfolgerung. Hat es für Sie irgendwelche Hinweise gegeben, dass an dem Gewinn mehr als eine Person beteiligt ist? Streng genommen dürfte ich Ihnen auch das nicht sagen, aber ich will es nicht übertreiben. Nein, keine Hinweise. Ja, also dann... Tut mir leid, wenn ich Ihnen nicht... Aber eines könnten Sie mir vielleicht noch sagen... ohne mit dem Lotteriegeheimnis in Konflikt zu kommen. Bei welcher Annahmestelle ist der Gewinnschein aufgegeben worden? Warum wollen Sie das wissen? Weil ich beweisen möchte, dass nicht Fräulein Berngießer den Gewinnschein abgegeben hat, sondern Herr Kraft. Ich verstehe. Ja,
Um aber die Annahmestelle herausfinden zu können, müsste ich im Archiv den Originalschein einsehen. Am besten, Sie kommen gleich mit. Bin auch heute etwas schlecht zu Fuß. Hexenschuss. Sie Armster. Ja. Mutter? Hier ist Hildegard. Ja, wie geht's den Kindern? Schön. Ich wollte dir nur sagen, dass ich morgen schon zurückkomme. Hm? Mit Martin? Ach, weißt du, das bleibt alles beim Alten. Ja, ja. Er hat zwar gemeint, wir sollten noch mal einen neuen Anfang machen, jetzt, wo es ihm finanziell wieder einigermaßen geht, aber ich glaube, es hat keinen Sinn mehr. Hm? Also, wir sehen uns dann morgen, ja? Küsschen für die Kinder. Tschüss. Martin? Ja, hallo? Wen? Matula? Ich glaube, da sind Sie falsch verbunden. Nein, hier spricht Maria Berngieser. Herr Dr. Renz, hier ist Hildegard Kraft. Ja, ist gerade reingekommen. Nein, noch kein Wort. Herr Matula ist gerade gegangen. Herr Dr. Renz möchte Sie noch mal sprechen. Er ist mein Anwalt. Ja, bitte. Ich habe mir es überlegt. Ich glaube Ihnen. Was? Dass Sie auch nicht wissen, wo Martin ist. Wenn Sie es wüssten, würden Sie bestimmt nicht mit mir zu Dr. Renz fahren. Tut mir leid, dass ich das Telefonbuch nach Ihnen geworfen habe. Ach, auf mich war das gezielt. Habe ich gar nicht gemerkt. Na, so weit war es auch nicht daneben. Immer noch sein Lieblingsparfum? Er hat gesagt, es kommt darauf an. An wem ihr es riecht. Na, eine gute Nase hatte der ja noch nie. An welchem Tag genau kam dieser Anruf? Das muss gestern gewesen sein. Um wie viel Uhr? Vormittags. Vielleicht um 9. Und? Was sagte der Mann? Hat er sich vorgestellt? Ja, nein. Ich glaube, er hat nur gesagt, hier ist die Lotto- und Toto-Gesellschaft. Hm. Und dann was von der Kontonummer, die er überprüfen will, bei der und der Bank. Da habe ich gesagt, da habe ich aber gar kein Konto. Ich habe von der Bank überhaupt noch nie was gehört. Darauf fragt er, ja, haben Sie denn unsere Benachrichtigung nicht erhalten? Welche Benachrichtigung, habe ich gesagt. Da hat er sich entschuldigt, das Ganze müsste ein Irrtum sein und hat aufgelegt. Was haben Sie da gedacht?
Erstmal gar nichts. Und dann? Na ja. Sie wissen doch, dass Herr Kraft auf Ihren Namen Lotto spielt. Schon, aber ich hätte doch nie gedacht, dass er mal 6 Richtige kriegt. Aber nach dem Anruf gestern da, haben Sie an diese Möglichkeit gedacht. Ja. Daraufhin haben Sie Herrn Kraft zur Rede gestellt. Nein, ich habe ihn ja nicht erwischt. Ich glaube, er ist gestern gar nicht nach Hause gekommen. Gut, eine Frage noch. Hatte er die Möglichkeit, an Ihren Briefkasten zu kommen? Ja, schon. Er hat ja die Wohnungsschlüssel. Bleiben Sie doch bitte noch sitzen, bis das abgetippt ist. Ich brauche dann Ihre Unterschrift. Fassen Sie die Antworten von Frau Berngieser zu einem Protokoll zusammen. Ah, Josef. Gut, dass du kommst. Du musst gleich nach Magenheim. Einen Moment mal. Darf ich dir zunächst mitteilen, dass ich den Laden gefunden habe, wo Kraft? Magenheim? Wieso nach Magenheim? Hier ist die Adresse von der Annahmestelle, wo der Gewinnschein aufgegeben wurde. Ich glaube, es ist ganz in der Nähe von der Spedition Dütran. Was meinst du, wonach ich die letzten 2 Stunden gesucht habe? Ich kenne jede Lottobude zwischen seinem Arbeitsplatz und seiner Wohnung. Und das sind eine ganze Menge. Sowas soll vorkommen. Hat es sich wenigstens gelohnt? Ja. Die Besitzerin hat Kraft auf Anhieb als Stammkunden identifiziert. Ausgezeichnet. Nur schade, dass du dir es nicht gleich schriftlich hast geben lassen. Gut, dann können Hildegard und ich ja mal unser Glück beim Richter probieren. Weißt du denn, wo sie ist? In der Wohnung ist sie jedenfalls nicht mehr. Naja, sie ist unten im Café und ist beleidigt, weil sie meiner Unterredung mit Fräulein Berngieser nicht beiwohnen durfte. Ich höre wohl nicht richtig. Maria Berngieser? Die sitzt da drin. Sie ist ganz einfach in Krafts Wohnung erschienen. Da kannst du lesen, was sie gesagt hat. Was glaubst du ihr? Warum nicht? Ich halte sie für harmlos. Ich habe in Krafts Wohnung einen fertig gepackten Koffer gefunden. Was? Dieter, an der Sache ist was faul. Warum halten wir denn hier? Ich wohne 500 Meter weiter. Das weiß ich. Ich dachte nur, Sie hätten in Martin Krafts Wohnung was zu erledigen. Wie kommen Sie denn darauf? Bleiben Sie ruhig hier, ich fahre Sie. Also aus irgendeinem Grunde müssen Sie doch heute in die Wohnung gegangen sein. Sicher? Ich wollte lüften und aufräumen. Aber es war ja alles schon gemacht. Einen Koffer wollten Sie nicht zufällig abholen. Was für einen Koffer? Der fertig gepackt in der Wohnung steht. Davon weiß ich nichts. Und von Martin Kraft wissen Sie auch nichts? Nein, das habe ich auch schon Ihrem Chef gesagt. Er hat's mir geglaubt. Dr. Renz ist nicht mein Chef. Und soviel ich weiß, ist er bei schönen Frauen immer etwas zu leichtgläubig. Soll das jetzt ein Kompliment gewesen sein? Oder eine Frechheit? Das dürfen Sie sich aussuchen. Wiedersehen. Tschüss. Danke fürs Herbringen. Thank you.
So, das hätten wir. Und jetzt? Kommen Sie. Neulich stand im Silbernen Blatt, die Charakterstärke der Schwachen ist der Eigensinn. Ich glaube, das trifft hundertprozentig auf Martin zu. Unmöglich. Immer alles auf eigene Faust machen. Bloß auf keinen angewiesen sein, sich von niemand reinreden lassen. Nur weil der immer geglaubt hat, alle wollen ihn austricksen. Darf ich Sie kurzfristig zu meiner Sekretärin nennen? Was? Das ist natürlich noch keine endgültige Entscheidung in der Sache. Aber die Lotterieverwaltung muss jetzt die Karten aufdecken. Damit ist schon viel gewonnen. Ich setze Sie an der nächsten Telefonzelle ab. Sie rufen die Lotterieverwaltung an und melden einem Herrn Reichert meinen Besuch an. Sagen Sie, ich käme in einer halben Stunde mit einem Gerichtsbeschluss in Sachen Maria Berngießer und er möchte doch die Unterlagen für mich herrichten. Gut. Was machen Sie denn da Schönes? Was? Und was machen Sie hier? Darf ich mal sehen? Oh. Sind Sie nicht aus dem Alter raus, wo man Autonummern sammelt? Sie kommen mit dem Taxi hier rauf, nur ein paar Autonummern durchzustreichen? Ich glaube, Sie spielen ein bisschen Detektiv. Dann sind wir ja sozusagen Kollegen. Habe ich recht? Darf ich Ihnen als alter Hase einen Tipp geben? Lassen Sie sich niemals einen Zettel mit wichtigen Informationen abjagen. Wir suchen doch beide dasselbe. Wollen wir nicht zusammenarbeiten? Guten Tag. Herr Dr. Renz. Ja? Ich habe Sie schon erwartet. Ihre Sekretärin hat ja schon das halbe Haus rebellisch gemacht. Demnach scheint es sich um etwas sehr Wichtiges zu handeln. Sie ist manchmal etwas übereifrig. Sie sollte weiter nichts als Herrn Reichert meinen Besuch ankündigen. Ach, unser Herr Reichert ist leider nicht mehr im Hause. Er hat sich krank gemeldet. Irgendwas mit dem Bein. Sie werden mit mir vorlieb nehmen müssen. Schwitz. Wir haben heute früh schon kurz miteinander telefoniert. Kommen Sie, gehen wir in mein Büro. Danke sehr.
Bis hierher sind Sie Ihrem Lebensgefährten gestern Abend also gefolgt mit dem Taxi. Er ist nicht mein Lebensgefährte. Nein. Was ist er denn? Was spielt denn das für eine Rolle? Naja, man möchte sich ja so seinen Reim machen. Sagen wir, Ihr Wettgenosse. Lassen Sie Ihre Reime, bitte. Okay. Mit wem hat er sich hier getroffen? Mit einem Mann. Hübsch. Ihr Humor kann einen wirklich nerven. Wissen Sie das? Ich weiß. An diesem Tisch haben Sie also hier gesessen? Ja. Und das war gestern Abend? Ja. Wann genau? Von 7 bis 7:30. Mhm. Gehen wir? Und was Sie besprochen haben, haben Sie nicht mitbekommen? Nein, ich habe ja nur mal ganz kurz reingeschaut. Und war froh, dass der Martin mich nicht gesehen hat. Was war dann weiter? Sie sind rausgekommen. Ich habe mich versteckt und wollte die Autonummer von dem Fremden aufschreiben, damit ich rauskriegen kann, wer er ist. Aber das ging nicht, weil sie alle beide zu Martins Auto gegangen sind. Der Fremde ist ans Steuer, Martin auf dem Beifahrersitz. Ich habe fast eine Stunde gewartet, aber sie sind nicht zurückgekommen. Da habe ich mir die Nummern von allen Autos aufgeschrieben, die noch da gestanden haben. Wozu denn das? Weil ich wusste, dass das Auto des Fremden dabei ist. Der war nämlich schon da gewesen, als der Martin ankam. Er könnte auch mit dem Taxi gekommen sein. Dann hätte ich halt Pech gehabt. Und jetzt haben Sie von Ihrer Liste all die Wagen gestrichen, die heute wieder da sind. Personal und Stammgäste. Ganz schön clever. Bleiben nur 4 übrig. Wie kriegt man denn raus, wem die gehören? Ja, das ist die Kontonummer 14109 bei der Diskontobank in Frankfurt. Haben Sie es? Ja, danke. Eins verstehe ich immer noch nicht. Sie überweisen das Geld ohne weiteres an einen Herrn Mario Berngießer, obwohl auf dem Tippschein eindeutig Maria Berngießer steht. Das hätte Herrn Reicher doch auffallen müssen. Da muss ich gleich mal dazwischen funken, Herr Dr. Renz. Was meinen Sie wohl, wie viele Leute Ihre Tippscheine zum Beispiel von Ihren Kindern ausfüllen lassen? Oder unleserlich schreiben? Wenn wir da bei jeder Abweichung gleich Verdacht schöpfen würden, dass da irgendwas faul ist. Ein Blick ins Telefonbuch hätte genügt, um festzustellen, dass es in der Hindemithstraße keinen Mario Berngießer gibt. Sehr wohl aber eine Maria. Das sagen Sie so, Herr Dr. Renz. Aber unsere Vorschriften sind in dieser Beziehung ganz eindeutig. Wenn der Kunde uns den Quittungsabschnitt vorlegt, dann haben wir ihn als den rechtmäßigen Gewinner zu akzeptieren. Nein, nein, da muss ich unseren Herrn Reichert in Schutz nehmen. Er hat nämlich vollkommen korrekt gehandelt, indem er diesen Blick ins Telefonbuch nicht getan hat. So neugierig dürfen wir nämlich gar nicht sein. Selbst wenn wir es hier und da ganz gerne wären. Verstehe. Ja, dann. Ja. Herr Dr. Renz, ich hoffe, dass Ihnen die Kontonummer weiterhilft. Ja, vielen Dank. Wiederschauen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. An der Heimlichtuerei habe ich gemerkt, dass irgendwas los war. Und dann dieser Anruf gestern von der Lottozentrale. Und dass er auf einmal nicht zum Abendessen kommen konnte. Da hat es mich einfach interessiert, was hinter all dem steckt. Warum? Ich wollte nur die Wahrheit rausfinden. Dann frage ich mich, warum Sie Dr. Renz nicht die Wahrheit gesagt haben. Vielleicht, weil eine Wahrheit, die man nur alleine weiß, sich für ganz bestimmte Zwecke besser eignet. Zum Beispiel für eine kleine Erpressung. Denken Sie doch, was Sie wollen. So, das ist der Überweisungsauftrag, telegrafische Überweisung. Wann hat Ihnen Herr Berngießer diesen Auftrag erteilt? Datiert ist er von gestern. Bekommen haben wir ihn heute. Bitte. Danke. Hat Herr Berngießer ihn persönlich abgegeben? Nein, nein, er lag heute Morgen im Briefkasten. Herr Berngießer hat dann allerdings im Laufe des Vormittags angerufen und nochmals darum gebeten, dass die Überweisung rasch ausgeführt wird. Und? Ist sie schon ausgeführt? Tja, das Geld ist weg. Kann ich den Auftrag mal sehen? Gewerbebank Zürich. Verwendung wie mit Herrn Hunziker vereinbart. Wie ist das zu verstehen? Es bedeutet wahrscheinlich, dass Herr Berngießer dort noch kein Konto hat, sondern erst vorhat, eins zu eröffnen. Wie Sie sehen, ist da keine Kontonummer angegeben. Ah. Er wird das mit diesem Herrn Hunziker so abgesprochen haben.
Um ein Konto zu eröffnen, müsste er doch auf jeden Fall persönlich in Zürich erscheinen, oder? Ja, stimmt. Eine Bitte. Könnten Sie mir eine Fotokopie dieses Überweisungsauftrags machen? Tja, wenn ich mir dafür eine Kopie von Ihrem richterlichen Beschluss machen darf. Aber selbstverständlich, Frau Schatz. Danke. Herr Hunziker, es handelt sich um einen Klienten von mir, Herrn Mario Berngießer, hier aus Frankfurt. Ich muss ihm eine dringende Mitteilung machen und kann ihn nirgendwo finden. Er hat mir aber gesagt, dass er die Absicht hat, bei Ihnen ein Konto zu eröffnen. Deshalb möchte ich Sie dringend bitten, wenn er zu Ihnen kommt. Er ist schon da gewesen, vor einer halben Stunde. Ach, so ein Pech. Sie wissen nicht zufällig, ob er sich noch in Zürich aufhält. Zum Flughafen. Schön, dann finde ich ihn bestimmt zu Hause. Vielen Dank und auf Wiederhören. Helga, falls Matula sich meldet, er soll sofort zum Flughafen kommen. Ankunft 15.45 Uhr aus Zürich. Achtung bitte, Fluggäste Herr und Frau Hürlimann, soeben aus Zürich gelandet, werden zum Informationsschalter 14 gebeten. Fluggäste Herr und Frau Hürlimann, bitte. Sardinenbüchse. P30. Komm. Reichert von der Lotterieverwaltung. Er ist eben aus Zürich gekommen. Was hat er da gemacht? Vermutlich hat er... Hey, mich laus der Affe! BIFG 130. Und? Was bedeutet das? Dass der Mann sich vorgestern Abend mit Martin Kraft getroffen hat. In einem Gasthaus in Niedernhausen. Anschließend sind die beiden in dem Wagen von Kraft weggefahren. Das ist ein Ding. Denkst du, was ich denke? Tja, wenn uns einer sagen kann, wo Kraft ist, dann er. We'll be right back.
Wie wär's damit? Reichert ist mit Kraft in Krafts BMW nach Zürich gefahren. Kraft hat sein Konto eröffnet. Reichert hat sein Schweigegeld erhalten. Oder wie immer du es nennen willst. Und ist allein zurückgeflogen. Wie findest du das? Nicht schlecht. Aber wenn Kraft auf dem Weg nach Mailand in Zürich Station machen wollte und sich deswegen extra um die Mailand-Fuhre bemüht hat, warum hat er dann die Fahrt nicht angetreten? Vielleicht ist ihm was Besseres eingefallen. Florida oder die Bahamas. Dazu braucht er keine LKW. Weißt du was? Nee. Ich frage mich, warum Reichert auf der Straße parkt. Wo willst du hin? Picked up. He sees. Kommen Sie. Machen Sie auf. Steigen Sie ein. Sie denken jetzt sicher, ich habe ihn umgebracht. Die Indizien sprechen gegen Sie. Sagen Sie bloß, Sie waren es nicht. Sie müssen meine Verteidigung übernehmen, Herr Dr. Renz. Sie müssen mir glauben. Geben Sie sich keine Mühe. Der Tote hat eindeutig Reifenspuren am Hals und auf dem Handrücken.
Der Mann ist überfahren worden. Das kann ich Ihnen erklären. Erklären Sie das der Polizei. Sie müssen mich anhören, Herr Dr. Renz. Das war ein Unfall. Der Herr Kraft hat im Wagen gesessen, war nicht angeschnallt. Er ist mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Da kam ein Reh. Aber Herr Reicher, das hat doch jetzt keinen Sinn mehr. Ich glaube, Sie müssen sich einen anderen Verteidiger suchen.